So, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Automatisierung von Postings mithilfe von Hero Post. Hier findet ihr den Namen. Also Hero wie der Held und Post wie Posten. HeroPost.io. Das nutze ich schon seit ein paar Jahren. Ist ein Content-Distributionstool. Das heißt, es hilft mir, Inhalte auszuspielen. Da gibt es auch verschiedenste Anbieter wie Buffer oder Hootsuite und ähnliche. Und ich finde bei Hero Post zum einen kann ich so viele Posts, so viele Accounts wie ich möchte hinzufügen. Und zum anderen habe ich die Automatisierungsfunktion, die möchte ich heute zeigen. Also im ersten Schritt, nachdem man sich angemeldet hat, verbindet man die verschiedensten Accounts, die man hat. Also sei es Facebook, Instagram, Discord haben sie auch, LinkedIn, Telegram ist auch möglich, YouTube, Google My Business, also verschiedenste Profile, die man verknüpfen kann. Das wäre der erste Schritt. Und im zweiten Schritt kann man Videos, Fotos etc. hochladen. Und das wollte ich einmal kurz zeigen und auch, wie man das Ganze automatisiert. So, also ich gehe auf, also ich gehe dann, wenn ich was einstellen möchte, auf Schedules, also Terminplanung sozusagen. Und dann gehe ich auf Add Post. Eingehen. Dann lädt das. Und dann kommt was. Genau. So, jetzt habe ich, also zum einen kann ich auswählen, welches Profil ich bespielen möchte. Also ich kann auch einfach hier den Haken setzen und dann sind alle ausgewählt. Alle Facebook-Pages, Google My Business, mein LinkedIn-Profil etc. Und ich kann jetzt Fotos hochladen, Videos, Links einfügen oder Text. Das Gute und das Nützliche ist der File Manager. Also ich habe hier, wenn ich den File Manager aufrufe, jetzt speziell für Fotos, habe ich jetzt so eine, ja, so eine kleine Datenbank. Das ist alles, alle Bilder, die ich hochgeladen habe, sind hier. Oder von Posts, bei denen ich das hochgeladen hatte, die sind hier. Ich nutze das jetzt seit fast so zweieinhalb Jahre, fast 3 Jahre. Und ich bin gerade mal bei der Hälfte, glaube ich, vom Speicher. Also der ist immer noch zur Hälfte leer, obwohl ich viele Bilder hochgeladen habe und auch viele Videos. Also ich finde das schon sehr, sehr praktisch. Hier bei den Videos kann ich vielleicht kurz zeigen. Ich habe so kurze Videosnippets, Videoschnitzel. Ja, und jetzt dauert jetzt zu so lang. Ja, ist jetzt auch nicht super entscheidend, aber auf jeden Fall. So, jetzt kann ich einfach ein Foto auswählen, hier einen Text eingeben, Test. Und das eigentliche, was ich zeigen möchte, ist ja das Einstellen und das Automatisieren. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, okay, wann soll das gepostet werden? Das ist ja bei vielen Distributionstools ähnlich. Also das unterscheidet sich jetzt nicht groß. Kann ich einen Kalender auswählen hier für Dienstag um 10 Uhr, 10 Uhr frühs, sage ich dann. Und dann, okay, und jetzt das Spannende, ich kann sagen, okay, in 30 Tagen bitte diesen Post nochmal posten, denselben, also sei es Foto, sei es Videosnippet, was auch immer. Und das soll gepostet werden bis, sag ich mal, Ende Dezember. So, dann fertig. Und dann drücke ich auf Schedule und dann wird dieser Post, den ich hier eingestellt habe, mit Foto, Video, was ich eben eingefügt habe, auf denselben Kanälen, die ich ausgewählt habe, nochmal gepostet. 30 Tage später. Ich kann das auch 60 Tage später machen, ganz wie ich möchte. Das geht auch, das ist das längste. Also, und wenn wir ganz ehrlich sind, niemand erinnert sich daran, dass ich vor 60 Tagen gepostet habe. Also das ist vor allem für Evergreen Content, super hilfreich und praktisch und hilft da. Deswegen an der Stelle meine Empfehlung. Ich nutze es auch, das erzeugt so ein Grundrauschen an Content, der ausgespielt wird. Man muss es auch nicht übertreiben. Also ich hatte teilweise 4, 5 Posts am Tag. Ja, das war okay. Momentan pendle ich das eher wieder ein zu einem Post am Tag. Vielleicht mache ich noch 2 an einem Tag. Mal gucken.
Genau, da muss man so ein bisschen ausprobieren, wie affin ist die Zielgruppe auf dem Kanal unterwegs. Ansonsten verpulvert man sozusagen seinen Content zu schnell. Deswegen muss man mal gucken, wie ist die Zielgruppe und was ist der wichtig. Genau, das ist Hero Post. Danke.